Herzlich willkommen zu der Podcast-Folge. Heute reden wir darüber, wie dass du durch Gebäudeautomation einerseits viel, viel nachhaltiger kannst werden, deine Energiebilanz verbessern, andererseits, wie du das aber auch ganz wirtschaftlich, also finanziell rentabel kannst einsetzen. Und zwar rede ich heute mit einem Experten zu dem Thema, nämlich mit dem Christian Pfab von der BKW. Hi Christian, schön bist du da, wie geht's? Hallo Nico, gut geht's, danke schön. Merci für die Einladung und freue mich aufs Gespräch mit dir. Ich mich auch. Ich habe schon gesagt, du bist Experte zum Thema Gebäudeautomation bei der BKW. Erzähl mal schnell genau, wer bist du und was machst du genau? Sehr gern. Also Christian Pfab, Leiter für BKW im Geschäftsbereich Automation. Bin der Geschäftsführer für Sicherheit Engineering, ist eine Tochtergesellschaft von der BKW. Was machen wir? Wir machen Automatisierung, Automation für komplexe technische Anlagen. Das sind Gebäude, das sind große Kraftwerke. In dem Umfeld sind wir daheim. Dort werden wir sicher einiges dazu erzählen. Zum Mensch, Person Christian Pfab, bin Münchner, kein Schweizer, wie man hört. Bin seit 16 Jahren in der Schweiz unterwegs. Das ist eigentlich alles, was man, glaube ich, so zur Einführung von mir wissen sollte. Perfekt. Was hat dich in die Schweiz gezogen? Studium. Maschinenbau studiert und bin am Ende vom Studium dann eigentlich an die ETH gekommen und habe dort noch das letzte Jahr in der Schweiz verbracht und so in Schweiz und geblieben. Gelernt und seitdem da geblieben, genau. Cool. Hey, als Laie, ich habe keine Ahnung, Gebäudeautomation schon mal gehört, aber kannst du mal erklären, was ist das überhaupt, was gehört da alles drin, was bedeutet das? Grundsätzlich, wir sind für Intelligenz, fürs Gehirn im Gebäude, das ist eigentlich unser Job. Es sind sehr viel Technik in dem Gebäude verbaut. Und unser Job ist eigentlich, die Technik mit Inhalt zu füllen, so dass die Anforderungen, die der Nutzer von dem Gebäude hat, mit dem, was die Technik wirklich kann, dass das zusammenstimmt. Oder? In einem Wohngebäude, in einer Wohnung bei dir zu Hause, sind die Anforderungen vielleicht einfach Komfort, Sicherheit, es soll warm sein, Beleuchtung soll stimmen. In einem komplexen Gebäude, jetzt wenn wir Richtung Spital denken, eine Operationssaal oder ein komplexes Labor, da sind natürlich die Anforderungen dann auch an Feuchte, an Temperatur, Andrücke viel komplexer und unser Job ist eigentlich, dass die Anlagen, die Technik, die dort verbaut ist, dass die so funktioniert, wie der Nutzer das möchte. Das ist eigentlich, ich sag mal, Gebäudeautomatisierung kümmert sich genau um das Gehirn von dem Gebäude. BKW hat sich ja auch der Nachhaltigkeit verschrieben. Ich kenne es auch schon vor allem als Nachhaltigkeitspartner von Swiss Ski, wo ich immer sehr gerne Skirennen schaue. Jetzt, inwiefern ist denn Gebäudeautomation in dem Thema Nachhaltigkeit wichtig? Warum braucht es das? Du musst es so anschauen, im Gebäude, zwar grundsätzlich die Relevanz von einem Gebäude, knapp 50% von der Energie in der Schweiz werden in Gebäuden verbraucht. Das ist einerseits in der ganzen Bauphase natürlich, aber dann auch im Betrieb. Heizen, Kühlen, Beleuchtung, sehr viel Energie, die man in der Schweiz verbraucht, passiert im Gebäudepark. Also knapp 50% wird im Gebäudepark verbraucht. Also die Hälfte von dem, was man an Energie in der Schweiz verbraucht, passiert im Gebäudebereich. Treibhausemissionen, wenn wir noch Richtung CO2 denken, ungefähr ja, knapp 40% von den CO2-Emissionen passieren auch wieder im Gebäudepark. Also der Hebel an sich vom Gebäude ist sehr groß. Oder? Wenn wir dort Richtung Energieeffizienz denken, netto null auf der Emissionsseite, dann ist natürlich genau an dem Hebel muss man ansetzen. Und das ist irgendwo der Punkt, wieso Gebäude Energie erstmal, ja, wieso der Hebel groß ist und das Ganze irgendwo auch man dort, wenn man über Energie denkt, auch über den Gebäudepark nachdenken sollte. Wenn wir jetzt weiterdenken, was ist unser Ziel auch bis 2050? Wir wollen die Hälfte von dem Energieverbrauch, wo heute im Gebäude passiert, die wollen wir einsparen. Also wir wollen dort energieeffizienter werden, wir wollen schaffen, dass unsere Gebäude weniger Energieverbraucher bezüglich Emissionen, wo wir sogar auf netto null kommen. Also eigentlich keine Emissionen mehr aus dem Gebäudepark. Jetzt was kann ich machen dort? Ich kann in dem ersten Schritt kann ich sicher mal energetisch sanieren. Ich kann mehr Isolation an die Wände kleben, neue Fenster reinmachen, neue Gebäudehülle machen und so eigentlich die Energie, das Energiebild von einem Gebäude auch verbessern. Es kostet einfach sehr viel Geld und braucht sehr lange. Wenn wir überlegen, heute sind wir irgendwo mit einer Renovationsquote von 1% unterwegs. Also 1% von unserem Gebäudepark wird jedes Jahr erneuert, genauso energetisch saniert. Ich habe dann im Prinzip genau die Ziele auch erreicht. Wenn wir jetzt Richtung 2050 denken, sind nur 30 Jahre oder
knapp 30 Jahre bis 2050. Das heißt, 70% von den Gebäuden, die heute rumstehen, die werden auch im 2050 genauso so rumstehen. Und dort gehen wir jetzt Richtung Gebäudeautomation. Es ist einfach, der Hebel ist, dass wir das, was wir haben, die Technik, die wir heute haben, dass wir die dass wir sie erstmal richtig einsetzen, dass wir sie besser einsetzen, und genau dort hilft Gebäudeautomation einfach schneller mit weniger Investitionen dort genau diesen Hebel auszunutzen. Und das ist eigentlich die Verbindung aus Energie, Gebäuden und Gebäudeautomation dann auf der Seite. Also das heißt, Gebäudeautomation macht nicht erst dann Sinn, wenn ich mein Gebäude schon mal saniert habe, sondern es ist eigentlich auch, also nicht jetzt eine Alternative, aber wenn ich jetzt sage, okay, die Investition für eine Gebäudesanierung ist zu gross, dann kann ich mir überlegen, ich will gleich etwas machen, also gehe ich in Richtung Automation. Genau. Also ich würde mal sagen, es ist nicht ein Entweder-Oder, oder? Es ist, ich muss den ganzen Strauß an Maßnahmen, die möglich sind, müssen wir machen, um die Ziele, die wir uns auf 2050 gesetzt haben, um die zu erreichen. Aber Gebäudeautomation schafft es einfach im Zeitbereich und auch im Investitionsbereich, dort einen maßgeblichen Beitrag zu liefern. Das ist eigentlich die Aussage, die mir sehr wichtig erscheint. Oder man denkt dort bei energetischen Maßnahmen, energetischer Sanierung sehr an sehr große Investitionen, was natürlich dann im Investitionsbudget von einem Gebäude auch relevant ist, oder? Aber dort über Technik, über Erneuerung von Technik oder über bessere Nutzung der Technik kann ich schon sehr viel holen. Und dort einfach Gebäudeautomation hat irgendwo noch eine andere Zahl, vielleicht auch 1% vom gesamten Investitionsvolumen im Gebäude geht in Gebäudeautomation. Also ich kann mit relativ wenig relativ viel Wirkung erzielen. Kannst du ein bisschen genauer sagen, was für einen Effekt, dass man mit Gebäudeautomation überhaupt auf die Energiebilanz von einem Gebäude kann haben? Also eben, wenn ich nehme ein Gebäude, wo energetisch nicht auf dem neuesten Stand ist, was eben Sanierung, Aussenhülle und so weiter angeht. Und ich mache nur Gebäudeautomation. Was kann ich da rausholen? Und wo sind überhaupt die Hebel denn, dass ich das kann effizienter machen oder die Energiebilanz senken? Also der erste Hebel ist relativ einfach und das ist noch spannend. Meine Aussage ist, dass ich glaube 75% von den Gebäuden, die wir heute betreiben, sind komplett, also nicht ein Einfamilienhaus, aber komplexere Gebäude. 70% laufen nicht so, wie man das eigentlich annimmt. Also dort wird teilweise, gerade letzte Woche waren wir in einem größeren Bürogebäude in Zürich, dort wird zeitgleich geheizt und gekühlt. Und das schon über 20 Jahre. Das Gebäude ist vor 20 Jahren in Betrieb genommen worden. Ich habe da seitdem eigentlich nichts mehr gemacht. Ich habe aber jetzt genau in dieser Übergangszeit aktuell, wird gleichzeitig geheizt und gleichzeitig gekühlt. Dass das Schwachsinn ist, das ist jedem klar. Aber am Ende, der erste Schritt ist wirklich mal, die Anlagen, die ich habe, auch erstmal so zu betreiben, wie ich das eigentlich geplant habe und wie es ursprünglich gemacht wurde. Und das liegt eigentlich auf der Hand, es wird aber nicht gemacht. Wie komme ich dorthin, indem ich mal transparent schaffe, indem ich mal über Reportings, über Messungen anschaue, ist es wirklich so oder habe ich dort eine größere Abweichung? Der zweite Punkt ist für mich, das, was ich habe, die Technik, die ich heute verbaut habe, auch über Energieoptimierungen besser einzusetzen, beispielsweise plötzlich aktuell habe ich die Möglichkeit, über präventive Modelle mir zu überlegen, wie wird sich das Wetter über die nächsten Tage entwickeln. Und so dann meine Heizkühlzyklen entsprechend anzupassen, auch mit einer Auslastung beispielsweise. Wie viele Angestellte werden an einem Freitag im Büro sein? Das weiß ich aktuell mit sehr einfachen Modellen, weiß ich eigentlich an einem Freitag im Mai, keine Ferienzeit, werden so viele Nutzer in meinem Gebäude sein. Dann kann ich schon Donnerstagabend eigentlich beginnen, genau mein Gebäude so parat zu machen, dass ich nicht zu viel Energie dort reinbringe. Also das geht Richtung Optimierung. Also neue Methodik, bestehende Technik, neue Methodik, eigentlich dort das Ganze auch optimaler zu betreiben. Wenn wir jetzt noch weiterdenken, kann ich sagen, okay, ich kann auch, oder das ist irgendwo dann, liegt auch wieder auf der Hand. Ich kann das Kühlen, die Heizung, die Beschattung, die Beleuchtung, eigentlich die verschiedenen Gewerke, die in der historisch sehr starkes Silo optimiert habe. Das Heizen habe ich vielleicht sogar im Griff gehabt, das Kühlen auch und die Beschattung auch. Aber ich habe es nicht integriert gemacht. Wenn ich die Beschattung intelligent einsetze, schaffe ich es, dass ich irgendwo 10% meiner Energiekosten einspare. Und genau dort ist aus meiner Sicht, das sind sehr einfache Sachen. Und dort ist Gebäudeautomation, die es vielleicht schon gibt, die muss ich einfach mit aktueller, moderner Intelligenz ausstatten und dann kann ich dort sehr viel erreichen. Und wenn ich merke, okay, ich höre jetzt da zu, oder? Ich höre den Podcast. Du hast jetzt von einem grossen Bürogebäude geredet. Ab wann macht das überhaupt Sinn? Oder was braucht so ein Gebäude, dass es sich lohnt, das einmal genauer anzuschauen? Wie gross sollte das sein?
Ich würde dort nicht unbedingt über Größe, ist, glaube ich, keine Begrenzung. Oder? Es fängt auch schon bei einem Einfamilienhaus an. Auch dort sollte ich schauen, dass meine Heizung optimal läuft, dass ich, wenn ich irgendwo elektrische Beschattung habe, dass die dann auch entsprechend fährt, so wie es irgendwo energetisch vielleicht sinnvoll ist. Also ich glaube, wichtig, die ganz einfache Voraussetzung ist, das Gebäude muss irgendwo Technik verbaut haben. Eine Berghütte mit einem Kamin und manuellen Fensterläden, dort wird es schwierig, oder? Aber sobald irgendwo dort Technik verbaut ist, sobald ich irgendwo eine technische Heizung habe, sobald ich irgendwo Belüftung, Beschattung, Beleuchtung habe, macht es eigentlich Sinn, sich über Intelligenz in dem System auch Gedanken zu machen. Und was nur der Punkt ist, es ist ja nicht nur ein energetisches Thema, es ist auch ein Nutzerthema, oder? Wenn du dir überlegst, ein Bürogebäude mit 1500 Mitarbeitern, die in dem Bürogebäude sind, der Betrieb von dem Gebäude, der kostet mich an einem Tag irgendwo 10.000 Franken. Da ist Heizung, da ist Energie, da ist sogar der Hauswart noch mit drin, da ist alles, was das Gebäude für den Betrieb braucht, sind 10.000 Franken. An dem gleichen Tag habe ich irgendwo Lohnkosten von 1,2 Millionen. Jetzt, wenn wir uns nur auf die 10.000 Franken optimieren, das ist gut, aber am Ende muss ich irgendwo das Gebäude auch so ausstatten, dass der Nutzer dort effizient und optimal unterwegs ist. Und dann ist der Hebel plötzlich bei den 1,2 Millionen und dann schaffe ich es dort eigentlich über ein smartes Gebäude, das eigentlich deine Bedürfnisse genau abbildet, wo du nicht 20 Minuten suchen musst, um ein Meetingzimmer zu finden. Dort fängt es dann an, auch spannend zu werden auf Nutzerseite und dort wirklich einen Mehrwert zu schaffen, oder? Das ist dann wirklich nachher auf der grossen Skala, oder? Natürlich, dass dort dann so viele Sachen spannend sind. Auf der kleinen Skala wäre 10.000 Franken schon ein schöner Betrag, den man kann einsparen kann. Absolut. Ich glaube, für ein Wohnhaus, du hast nicht 10.000 Franken Betriebskosten im Wohnhaus, sondern dort bist du vielleicht bei wenigen 100 Franken auf dem Monat und dort sind auch schon 10% sind relevant, oder? Definitiv. Als Unternehmer, wenn ich ein Gebäude habe, überlege ich mir natürlich auf der einen Seite, und ich glaube, die meisten sind sich bewusst, ja, ich sollte sowieso etwas machen in Richtung Nachhaltigkeit, aber häufig hat man im Kopf, das kostet. Ich muss da etwas investieren, das ist Kosten, die sich unter dem Strich nachher für mich ergänzt. Und jetzt sagst du, das ist nicht so, sondern es ist effektiv so, dass du einerseits kannst etwas Nachhaltiges machen in dieser Gebäudeautomation und gleichzeitig sich das auszahlt. Hast du da vielleicht eine Zahl, wo du kannst sagen, wie lange dauert das? Ich meine, eine Investition am Anfang braucht es. Vielleicht habe ich im Moment eine Kühlung und eine Heizung und das ist alles technisch, aber das ist null miteinander verbunden. Also ich muss da die ganze Technik noch verbinden. Weißt du, wie lange dauert das, bis ich nur auf der finanziellen Seite das Ganze auch gerechnet habe und wie viel Prozent CO2 zum Beispiel kann ich da überhaupt einsparen mit einer sauberen, ich sage jetzt so im Schnitt, oder es kommt immer aufs Gebäude drauf an, das ist mir klar. Aber einfach, dass man noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen hat. Absolut. Das, zu deiner ersten Frage, ich glaube, der erste Schritt, den ich vorher angesprochen habe, dass man erstmal das, was man hat, auch sicherstellt ist, dass es so läuft, wie ich das eigentlich denke, dass es laufen soll. Dort bin ich in ganz, ganz kleinen Investitionen, die ich haben muss, um erstmal irgendwo meine Planung mit dem Ist zu vergleichen und zu schauen, laufen die Anlagen so? Das sind wenige Tage von einer Analyse von einem Experten, der sich das anschaut. Also dort, glaube ich, bin ich in einer sehr, sehr einfachen Welt. Wenn ich nur mal in die 70%, wo ich sage, 70% der Gebäude laufen nicht so, wie man es plant, dann ist es, ich glaube, der Return on Investment ist dort sehr, sehr gering. Die Zeitdauer ist sehr, sehr kurz. Wenn wir jetzt weiterdenken und genau das, dass wir sagen, schau, wir brauchen dort Intelligenz, wir müssen verschiedene Gewerke, eine Heizung, eine Kühlung, eine Belüftung, eine Beschattung miteinander verbinden, dann bin ich wahrscheinlich im Investitionsbereich, wo ich 1-2 Jahre das Ganze betreiben muss und so dann eigentlich auch wieder relativ schnell im Gebäudeleben, denke ich, über 80 Jahre, relativ schnell auch wieder ein Payback habe. Also aus meiner Sicht, es lohnt sich in jedem Fall, sich darüber Gedanken zu machen. Es ist nicht, ich möchte nachhaltig werden und darum muss ich jetzt investieren, um nachhaltig zu werden, sondern ich investiere, werde nachhaltig und gleichzeitig habe ich einen wirtschaftlichen Vorteil sehr schnell. Das ist jetzt mal der Zusammenhang dort. Konkret, was kann ich in CO2 einsparen? Wir haben uns überlegt, ich habe vorher gesagt, der Beitrag von Automatisierung, von digitalen Lösungen im Gebäude auf diesem Weg Richtung 2050, der ist signifikant, weil ich günstig und schnell das Ganze machen kann. Unsere These ist, dass man schafft über Automatisierung ein Fünftel von der Energie oder von den CO2-Emissionen, dass wir ein Fünftel von dem über Automatisierung erreichen können. Das sind 3 bis 4 Millionen
Tonnen CO2, die man so bis 2050 einsparen können, das ist ungefähr genauso viel wie der ganze Flugverkehr in der Schweiz. Also das ist eine sehr, sehr große, der Hebel ist sehr groß und die Investitionen sind relativ sehr klein. Und ich habe nachher tiefere laufende Kosten während dem Betrieb, also es lohnt sich eigentlich auf mehreren Seiten. Aber wie gehe ich jetzt da vor? Ich habe erkannt, ich sollte etwas machen. Ich merke auch, okay, ich habe vielleicht schon zu lange nichts mehr investiert in das. Was ist der erste Schritt? Wer kann ich da anfragen? Du bist von der BKW. Kann ich da euch zu euch kommen und sagen, liebe BKW, schickt mir jemanden, der mal genau so eine Analyse macht, der mal bei mir vorbeikommt und schaut, was ist eigentlich der Status quo und wo sind jetzt die Hebel, die man kann ansetzen und was macht wie viel Sinn? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Absolut, genauso. Ich glaube, BKW hat sehr viele Kompetenzen einerseits auf der Planungs-, auf der Beratungsseite, aber dann auch in der Umsetzung von dem Ganzen. Oder rein Beratung hilft erstmal nicht, die muss dann auch irgendwo die Maßnahmen, die dort vorgeschlagen werden, umsetzen. Und ich glaube, dort haben wir mit unseren Kompetenzen auf der Dienstleistungsseite sehr spannende Firmen mit dabei, die genau das machen. Die einerseits mal analysieren, die genau die auch sagen, mal als Investor, als Betreiber, als Nutzer, in welcher Rolle auch immer, die dich abholen, schauen, was ist die Situation und dann eigentlich Maßnahmen vorschlagen und wir dann in der Umsetzung von meiner Seite dort auch irgendwo kostengünstige und effiziente Lösungen dir bringen können. Aber das heisst eben, ich investiere das erste Mal ein bisschen Geld in Analyse und nachher könnt ihr mir auch ziemlich genau sagen, hey, schau, wenn wir das machen, heisst es das. Wenn wir das machen, bedeutet es das. Das sind die Wege, wo du kannst gehen. Entweder kannst du alles machen oder nur einzelne Schritte. Aber ihr könnt wirklich dann auch berechnen und mir zeigen, wie viel CO2 spare ich ein, was macht das mit der Energiebilanz, was macht das auf der wirtschaftlichen Seite. Bevor ich nachher wirklich investiere und umsetze, könnt ihr mir da aufzeigen. Absolut. Also es sind, glaube ich, zwei Themen. Einerseits, wir können dir die, wenn du größere Firmen haben, intern Leute, die sich genau mit dem auseinandersetzen, oder? Wir können erstmal die Transparenz schaffen, die Informationen bereitstellen, aber da auch irgendwo Experten bringen, die dann aus den Informationen erstmal analysieren und Schlüsse daraus ziehen, oder? Ja, ich glaube, genau das können wir sehr gut. Das haben wir jetzt auch in unterschiedlichsten Konstellationen über große Immobilienportfolien, über große Campus bewiesen, dass man dort auch, sag mal, dass es nicht nur Folien sind, die irgendwelche Einsparziele oder Einsparwege zeigen, sondern dass es wirklich auch am Ende dann messbar ist, genau diesen Weg zu gehen. Und kann ich das vom kleinen Einfamilienhausbesitzer oder irgendwie Unternehmen mit einer Garage oder irgendwas bis hin zum eben der ganz grossen Projekt, die hast du angesprochen, aber auch als Einfamilienhausbesitzer kann ich zu euch kommen oder ab wann macht es Sinn, wirklich mit der BKW zu arbeiten? Die Antwort ist nicht so einfach. In manchen Regionen sind wir im Einfamilienhausbereich sehr stark. In die größeren Wirtschaftszentren sind wir eher, würde sagen, im Wirtschaftsbau, im Zweckbau, dort, wo ich vom Bürogebäude bis zum Laborgebäude, bis zum Spital, in dem Umfeld. Ich glaube, wir haben regional, sind wir nicht überall gleich aufgestellt. Unsere Firmen sind auch nicht regional überall gleich unterwegs. Aber es ist auch das, wie ich jetzt ein Einfamilienhaus analysieren würde, ist nicht unbedingt das Gleiche, wie ich an ein großes System rangehe, es sind die gleiche Technik dort verbaut. Das ist, ja, ich würde sagen, das ist, muss man differenziert anschauen. Perfekt. Aber mehr Informationen, wer jetzt gerade zulässt, findet man einfach verlinkt natürlich unterhalb vom Video, wenn man es auf YouTube schaut, oder in den Shownotes vom Podcast oder wie immer auf der Webseite www.mach-ding.ch. Falls ihr dort nicht ganz sicher seid, soll ich mich mal melden oder nicht, meldet euch und sonst werdet ihr einfach sagen, hey, da sind wir der falsche Ansprechpartner für deinen spezifischen Fall, bin ich mir sicher. Gibt es jetzt Sachen, wo vielleicht ein Unternehmen einfach kleine Schritte selber kann machen, ohne dass man jetzt gerade eine Analyse machen muss, ohne dass man irgendwie gerade ganz viel investieren muss, sondern Zeug, die eben, wie du gesagt hast, häufig falsch läuft, wo man gar nicht beachtet, wo man einfach mal kann ausprobieren, schauen und einfache Schritte zum effizienter arbeiten, zum Energiebilanz vom eigenen Gebäude zu reduzieren. Ich denke erstmal, Bewusstsein ist der erste Schritt zur Änderung, zur Verhaltensänderung. Erstmal sich bewusst werden, dass ich dort mit relativ einfachen Maßnahmen was erreichen kann. Beschattung ist ein Thema, wo, ich glaube, in vielen Gebäuden ein sehr, sehr präsentes Thema ist. Am Ende, du sitzt in einem Meeting und plötzlich fährt die Beschattung runter auf der ganzen Fassade, weil irgendwo oben die Sonne kommt, aber eigentlich ist es nur
nur dunkel und es wird zu dunkel und das Erste, was passiert, du stehst auf und fährst die Beschattung wieder nach oben, oder? Und das ist, glaube ich, das fängt man beim Sensibilisierung vom Nutzer an. Sich zu überlegen, was habe ich überhaupt verbaut, was ist die Technik dahinter und dann eigentlich das Nutzerbedürfnis auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was die Technik macht, irgendwo dort sich zu überlegen, ist es genau das oder muss ich dort punktuelle Anpassungen machen und schaffe es eigentlich so, dass der Nutzer zufrieden ist und am Ende auch irgendwo ich Energie spare. Also Bewusstsein und dann mal ganz einfache Themen, wie das Beschattungsbeispiel, wo ich gebracht habe, sich so eigentlich mal dem Thema nähern und am Ende dann auch mit jemandem sprechen, der vielleicht schon mehr Erfahrung hat und so Ansatzpunkte auch bringen kann. Mhm. Wie viel Budget muss ich mitbringen, um es mal richtig zu machen? Also ich sage natürlich für jetzt irgendwie Fassadenrenovation und so ist sehr viel Budget nötig, aber weißt, was muss ich bereit sein oder muss ich auch auf der hohen Kante haben, muss ich können investieren, damit Sinn macht, mich überhaupt darum kümmern und zu sagen, okay, ich mache jetzt etwas. Was ist so eine Anfangsinvestition, die ich muss leisten? Gibt es da irgendeine Formel oder eine Grundlage oder irgendetwas, wo ich das herausfinde? Gebäudeautomation, das, wenn du jetzt ein neues Gebäude baust und dich mal von der Seite annäherst, investierst du irgendwo 1,5-2% in Automation in einem modernen Neubau aktuell. Je technischer der Neubau wird, umso höher wird dieser Anteil. Aber wir sagen mal, ein einfaches Zweckbau hat irgendwo zwischen 1,5-2% geht in Automatisierung. Und das ist jetzt mal, ich glaube, das ist mal die erste Größe, wenn du überlegst, was habe ich für ein Immobilienwert von meiner Immobilie, dann sollte ich irgendwo auf der Automatisierung in dem Bereich sein. Jetzt habe ich aber schon 20 Jahre nicht mehr gemacht, oder? Das Gebäude werde ich für 80 Jahre so weiter betreiben. Auf der Technikseite muss ich eigentlich alle 20 Jahre, habe ich so einen Vorsprung oder so eine Entwicklung von der Technologie, dass ich was machen sollte. Also jetzt einfach eine pauschale Aussage, das sind x Franken oder x tausend Franken, ist nicht möglich. Am Ende muss man, glaube ich, von der Seite kommen, sich zu überlegen, was habe ich für ein Immobilienportfolio, was habe ich für einen Wert, was möchte ich für eine Rendite jetzt auf Investorenseite vielleicht auch und was bin ich bereit, über Automatisierung dort bereitzustellen, um nachhaltiger zu sein, aber auch um meine Betriebskosten dann besser managen oder besser vorhersagen zu können. Perfekt. Also, wenn jemand jetzt zulässt, ein Gebäude hat und merkt, er sollte etwas machen, findet er alle Infos, die er sich kann melden kann, unterhalb verlinkt in den Videos. Für mich wirklich ganz klar auch wieder ein Learning. Man hat häufig das Gefühl, nachhaltiger werden heisst Verzicht. Nachhaltiger werden heisst investieren, irgendwie Geld zahlen. Und ich bin mir nicht bewusst gewesen, wie viel das über so Gebäudeautomation machbar ist, wie viel das dazu beitragen kann und dass es eben wirklich auch nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch ökonomisch nachhaltig ist, dort zu investieren und man wirklich auch nachher Geld spart. Also eigentlich gibt es ja keinen Grund, um das nicht anzuschauen, sondern analysieren und überlegen, wo geht es und was macht Sinn und was ist überhaupt das Potenzial, macht definitiv Sinn. Darum schaut doch mal vorbei im Link. Wie schon gesagt, ihr findet ihn überall wie immer. Christian, haben wir irgendetwas vergessen zu erwähnen? Gibt es irgendetwas, was wir noch mit sagen? Ich glaube, man sollte sich, ich meine, wir sind heute sehr stark im digitalen Zeitalter. Jeder ist mit Smartphone unterwegs. Am Ende, wir verbringen 90% unserer Zeit, verbringst du, verbringe ich, über deine Lebenszeit im Gebäude. Das ist in einem Wohnhaus, das ist nachts, wenn du schläfst. Das ist, wenn du jetzt im Büro bist, wenn du einen Podcast aufnimmst, du bist in einem Gebäude, oder? Also ich glaube, einerseits schon aus der Nutzersicht, aus der rein menschlichen Sicht, macht Sinn, den Raum, wo wir 90% unserer Zeit sind, so komfortabel und so sicher zu machen, wie es nur möglich ist. Das Zweite ist genau diese 50% Energieverbrauch, 40% Treibhausemissionen. Wenn wir uns auf der Nachhaltigkeitsweg dort die Ziele erreichen wollen, die wir uns gesetzt haben, dann müssen wir dort ansetzen. Und einfach sind wir uns dem bewusst, es ist schon aus diesen 90% Zeit sehr relevant, dass wir dort ein optimales Umfeld schaffen und, ich sag mal, digitale, automatisierte Lösungen, die wir heute in vielen Bereichen einsetzen, dass wir die auch im Gebäudebereich einsetzen. Das Zweite ist genau der Hebel auf der Energie- und Treibhausseite. Sind wir uns dem bewusst, der ist sehr groß und lassen wir den nicht außen vor, weil sonst erreichen wir die Ziele sicher nicht. Und wenn wir die Ziele nicht erreichen, hat das nicht nur Auswirkungen, dass man sagt, ah, Schaden nicht erreicht, sondern hat das ganz, ganz schwierige, grosse Auswirkungen auf unsere Welt. Und darum ist es nicht nur so, dass wir sie erreichen wollen, sondern dass eigentlich fast nichts daran vorbeiführt, oder?
Absolut. Und dort ist, glaube ich, schon der Punkt, was wir uns auch bewusst sein müssen. Ja, man sagt 2050, das ist am Ende, ich bin vielleicht Großvater dann 2050 und es ist noch sehr lange Zeit. Es ist in Smartphone-Leben ist es eine sehr lange Zeit. In einem Gebäudeleben, das wo irgendwo 80 Jahre dauert, ist es überhaupt keine lange Zeit. Also ich muss heute schauen, dass ich im Bestand von Gebäuden heute was mache, weil sonst werde ich bis 2050 immer noch 70% so ineffizient wie heute haben. Also ich muss dort wirklich das Lifecycle-Bild von einem Gebäude auch im Kopf haben. Also wir müssen dort jetzt anfangen, weil sonst ist es nicht möglich, dass wir bis 2050 dort sind, wo wir sein wollen. Das ist das Schlusswort. Danke vielmals, Christian, für deine Zeit und fürs Teilen von deinem Wissen. Gehen schauen, lasst euch mal euch ein Gebäude analysieren, schauen wir, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen. Merci vielmals und dir noch ganz einen schönen Tag. Herzlichen Dank, Nico. Dir natürlich auch und schönen Nachmittag. Gleichfalls. Ciao, ciao, mach's gut. Danke, ciao.